Herzlich willkommen zurück zu Mafia Teil 2. Hier ist die Goretti und wir gehen jetzt einfach mal ans Telefon. Barbara Spodell, hast du die Mäuse? Wir haben die Mäuschen. Vito, hier ist Henry. Wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Eddie war bei mir. Falcone wusste von dem Deal und hat ihn geschickt, um seinen Anteil zu kassieren. Na, wie viel? 60 Riesen. Mist, so viel? Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Es reicht nicht mal mehr für Bruno. Komm in den Park. Ich will nicht am Telefon darüber reden. Okay. Ich bin gleich da. Oh oh. Joe, wir müssen los. Was? Warum? Komm jetzt, Joe. Ich erzähl's dir unterwegs. Dann suchen wir uns mal eine nette Klamotte aus. Nee, diesmal nehmen wir's in Schwarz. Ja, Joe, wir sind aufgeflogen, du alter Halunke. Okay, Mädels, schließt hinter euch zu. Vito und ich haben zu tun. Genau. Was zum Teufel ist los? Das war Henry am Telefon. Carlo hat von der Sache Wind bekommen. Ah, oh, scheiße. Weiß er, dass wir was damit zu tun haben? Ich glaube nicht. Reden wir im Auto weiter. Dumm gelaufen, Jungs. Dumm gelaufen. Wir nehmen natürlich unser Auto, oder? Auf jeden Fall. Welchen nehmen wir denn? Den nehmen wir heute mal. Zack. Wo fahren wir hin? Lincoln Park. Treffen wir da Henry? Ja. Okay, was hat Henry am Telefon gesagt? Geht's ihm gut? Klang so. Aber Carlo hat ihm seinen Anteil geschlichen. Scheiße. Genau das, was Henry prophezeit hat, wenn er es rausfindet. Ja, aber das Problem ist, dass wir nicht mal genug haben, um es Bruno zurückzuzahlen. Scheiße. Verdammt, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Wir lassen uns im Park was einfallen. Genau. Henry wird wissen, was zu tun ist. Ein Stoßgebet gen Himmel und den Kopf einziehen. Nein, natürlich nicht. Wir wehren uns mit Händen und Füßen gegen dem, was da passiert ist. Wir holen uns die Kohle wieder. Ganz klar. Nee, nee, nee. Huch. Huch, sag ich nur. Ja, ich habe jetzt mal mich doch entschieden. Ich habe die Musik wieder ein bisschen angestellt. Das Radio lasse ich nach wie vor aus. Also, es ist einfach, es tut auch nicht gut. So, wir treffen uns also im Lincoln Park, um mit Henry, um zu besprechen, wie es jetzt weitergeht, nachdem Falcone herausgefunden hat, dass wir Drogen verkauft haben. Henry ist nicht wiederzuerkennen. Er hat den letzter... Was ist denn da los? Was ist denn da los? Scheiße, das ist Henry! Ach du meine Güte. Was machen die da mit ihm? Eieiei, mit einem Hackbeilchen ein bisschen abservieren. Ist ja ekelhaft. Und alle gucken zu. Gib mir Deckung, Vito. Ja, ich geb dir Deckung. Der ist schon mal tot. Der auch? Na los, komm raus. Es ist vorbei. Lass dir was einfallen. Ja. Heil dich. Lass du dir doch mal was einfallen, du. Hä? Wer schießt denn da auf uns? Von wo hat denn da einer geschossen? Ich krieg die Krise. Oh. Mann. Das ist alles? Dann blüht dir was. Ich glaube, das Spiel will mich manchmal echt verarschen. Verdammt! Wer macht denn so eine Scheiße, Vito? Diese Kerle sind doch pervers! Scheiße! Mist! Ich bin zu sowas fähig. Na, wer wohl? Gott verdammt, Henry! Sieh dir das an, Vito. Ist denn so eine Scheiße zu fassen? Das Geld ist... Komm, Joe. Wir müssen hier weg. Die Cops kümmern sich um Henry. Hey. Das ist der Alte, der uns den Stoff verkauft hat, Wong. Heieiei. Okay. Kann nur so grausam sein. Eine Kugel hätte doch gereicht. Die Drecksäcke sind krank im Kopf. Die werden dran glauben. Und zwar alle. Ich meine, warum auf die Art? Und dann noch mitten im Park. Ich sagte ja, dass sie krank sind.
Aus denen mache ich einen scheiß Shop-Sui. Hey, ganz langsam. Wir wissen ja nicht mal, wie viele es sind. Na und? Das spielt keine Rolle. Henry ist tot. Willst du, dass sie uns auch kalt machen? Wir müssen jetzt clever sein. Mir egal, wie wir das anstellen. Hauptsache, sie sind danach mausetot. Hör mal, da sind womöglich mehr als zwei von denen. Na und? Je mehr, desto besser. Aber wir sind nur zwei. Oder willst du Carlo erzählen, in was für einer Scheiße wir stecken und ihn bitten, Verstärkung zu schicken? Okay, ich hab's kapiert. Dann versprich mir, dass du nicht wild um dich ballerst wie immer. Wir müssen leise sein, bis wir Wong gefunden haben. Oh. Ups, wir sind zu nah. Wir waren zu nah. Ich habe schon extra den Tempobegrenzer reingesetzt, weil ich weiß, dass das hier irgendwie sehr langsam vonstatten geht. Aber na, es war schon knapp. Egal. Ja, Joe. Alles daneben gegangen. Henry ist tot. Drogen sind weg. Kohle ist weg. Und was ist mit deiner glorreichen Idee, aus deiner glorreichen Idee geworden? Nichts. Rein gar nichts, mein Freund. Eieiei. Vito hat ja erst noch lange drüber nachgedacht, ob er es überhaupt machen soll. Aber nein, Joe wollte ja unbedingt, ne? Ich bin der große Joe, wir kriegen alles hin. Naja, Vito trifft ja auch so ein bisschen die Schuld. Er hätte ja sagen können, dabei bleiben können und sagen können, nö, meine ich. Sieh zu, wie du klarkommst. Naja. Mal schauen, was wir jetzt machen. Ah, hier geht's rein. Oh, oh, mein Auto. Mein schönes Auto. Los, beweg dich, du blöder Polizeiwagen. Okay, noch haben wir ihn nicht verloren. Ah ja, ein schickes Restaurant, würde ich mal so sagen. Jetzt wissen wir, wo das Schwein steckt. Gut, dann nichts wie rein, knallen wir ihn ab, bevor er sich mit dem Geld absetzt. Warte, zuerst brauchen wir mal vernünftige Artillerie. Wir können entweder zu Harry fahren oder wir machen die Ärsche gleich kalt. Du musst es nur sagen. Ich weiß gar nicht. Irgendwelche Polizisten in der Nähe? Was haben wir denn? Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Och, wir haben mehr als genug. Super, dann rein da. Na komm, Joe. Du willst es, wir tun's. Oh, wow, wow. Das endet in einer Katastrophe. Wie immer. Verzeihung, meine Herren. Eintritt nur für Mitglieder. Hier hast du den scheiß Mitgliedsbeitrag. Oh. Hast du sie noch alle? Musst du so einen Krach machen? Ja, muss ich. Du hast gesehen, was sie mit Henry gemacht haben. Oh Gott, Joe. Du bist so ein Idiot. Warum hast du mich gleich mit dem Gong angekündigt? Leg den Arsch hinter der Bar um. Habe ich ihn getroffen? Da ist noch einer. Dann komm raus, mein Freund. Der ist auch weg. Zeig ihm, mit wem sie sich angelegt haben. Warte, der ist noch da. Weg. Pass auf, sie schießen von oben. Was? Okay, na dann. Oho, guter Schuss, Vito. Ja, und was machst du? Oh nein, jetzt muss ich nachladen. Verdammt. Na los, komm raus da. Geht doch. Sonst noch irgendwo einer? Da. Großkotz? Wen nennst du Großkotz? Okay, 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 Joe. Och, Vito, spring doch da drüber, Mann. Wow! Und da. Ah, da ist wenigstens... Ja, 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 ja. Warte, warte, warte. Da steht na, einer. Wie schmeckt dir das, hä? Steht hier auch irgendwo einer? Nein, da oben steht einer. Ach, Joe, du blöder... Ma! Du triffst doch sowieso keinen, du Blödmann. Du bist so ein Heinz, ne? Kann ich das nicht alles alleine machen? Verdammt, wir kommen hier alle her. Weg! Weg!
Na komm! Okay, es sind noch drei. Ja? Wo sind sie denn, die drei? Ich weiß nicht, ob ich hier gut stehe. Da, da oben steht einer. Nein, dann sind wir fertig. Der andere war hier irgendwo. Da. Na los, Vito, mach sie platt! Ich bin ja dabei. Und was machst du? Komm raus da. Da! Na komm raus! Der lebt immer noch. Das gibt's doch nicht. So, jetzt erstmal hier Waffen, Muni, was weiß ich. Da, hier. Her damit. Hey, Vito, schlaf nicht ein, verdammt! Ja, halt doch deine Gosch. Ganz ehrlich. Du bist eine kleinere Zielscheibe. Danke. Schon klar. Du wolltest doch, dass ihr es schlau. Was willst du? Von den Drecksäcken übrig. Mach dich in Stücke! Geht doch. Puh. Bisschen hier rum? Na komm. Wo zum Henker ist der Weg? Er muss hier irgendwo sein. Gehen wir weiter. Fuhu, das war knapp. Boah, Joe, ich sehe nichts. Oh, Mann. Guter Schuss, Vito. Ja. Okay. Wie viele sind das denn noch? Geht schon drauf. Nee, der ist noch am Leben, glaube ich. Ach, da steht einer. Dann sind wir fertig. Ist das so, Joe? Mal nachladen. Genau zwischen die Schlitze. Hast du endlich mal jemanden getroffen, ja? Mann, Mann, Mann. Wo geht's weiter? Hier? Hier? Na los, lauf vor. Dickerchen. Das geht nämlich hier gerade gar nicht, was hier abläuft. Ja, hier ist nichts los. Außer ein paar Drogen. Tote. Oh Gott, der arme Kerl. Was ist das? Ach, ein Fahrstuhl, okay. Ein Mucks, Vito. Seit wann bist du dagegen, Krach zu machen? Das sind zu viele. Mucks ihn ganz leise ab. Wow, 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 Joe. Okay, schön in die Knie gehen. Und dann Waffe wegstecken. Oh, ja. Mehr kannst du nicht? Warum? Ein Mucks, Vito. Seit wann bist du dagegen, Krach zu machen? Das sind zu viele. Mucks ihn ganz leise ab. Ja, 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 mach ich. Los, geh weg da hinten. Geht doch. Erstmal die Waffe wegstecken. Und dann. Zack. Perfekt. Tschüss. Schleichen wir uns da durch. Na dann. Dein Wort in Gottes Gehörgang. Ich bin nicht sicher, dass das klappen wird. Ich bin gerade selber ein bisschen leise. Ja, hier an die Wand. Das ist hier alles voll. Ah, noch so einer, ja? Hier kommen wir nicht leise durch, Joe. Never ever. Aber ich weiß, wo es hier richtig viel Money gibt. Ah, her damit. Ja. Gib mir mehr. Sehr gut. So, Joe. Jetzt machen wir mal Rambazamba. Das ist meine Form des Leiseseins. Du hast damit angefangen? Los, Vito. Jetzt ziehen wir es auch durch. Warte mal. Wo sind hier die zum Beispiel? Jetzt räumen wir hier mal ein bisschen auf. Und da.
Ja, da habt ihr. Ein paar Handgranaten gefälligst noch. Da hinten irgendwo. Geht doch. Du schießt ja beschissen. Wen meinst du? Ich werfe gerade nur. Noch mehr von denen. Diese Typen sind wie Kakerlaken. Das war der letzte. Siehst du? Bis jetzt läuft doch alles wie geschmiert. Ja, weiß Bescheid. Wenn jemand erkennt und Hallo davon Wind bekommt. Deshalb sorgen wir dafür, dass kein Zeuge überlebt. Da unten sind wahrscheinlich noch mehr. Ist das soweit? Ja, ist ja gut. Ich komme. Ich komme, mein Freund. Eieiei. Das ist echt übel. Na los, Joe, beweg dich. Wo geht's denn hin? Ach, hier. Alles klar. Du bist tot, du gelber Scheißkerl! Was wollen Sie von mir? Was meinst du, Wichser, was wir wollen? Wir wollen wissen, wieso du unseren Freund umgelegt hast. Und wir wollen das Geld, das du ihm gestohlen hast. Ich hatte keine Wahl. Ihr Freund war ein Informant der Bundespolizei. Was quatschst du da für einen Mist? Unser Kontaktmann im Dogendezernat hat uns berichtet, dass sie von Henry Tomasino über unsere Geschäfte in Kenntnis gesetzt wurden. Das ist eine beschissene Lüge! Moment, Henry soll ein Maulwurf gewesen sein? Ja. Deshalb musste er verschwinden. Das ist Bullshit, das ergibt keinen Sinn. Und ich nehme an, du hattest auch nichts mit dem kleinen Hinterhalt zu tun, nachdem unser Deal gelaufen war, richtig? Meinen Sie, wir gingen so ein dummes Risiko ein und würden noch dazu unsere Fabrik zerstören? Das war nur ein weiterer Grund, unsere Verbindung zu beenden. Sie haben uns von Anfang an nur Probleme bereitet. Ach ja? Deine Probleme werden bald vorbei sein, Freundchen. Also, wo ist unser Geld? Es ist nicht mehr hier. Was? Und wo zur Hölle ist es? Das werde ich nicht sagen. Wenn du nicht singst, werde ich dein beschissenes gelbes Hirn in diesem ganzen verfickten Zimmer verteilen. Wenn ich es ihnen sage, bin ich sowieso tot. Gut, wie du willst. Oh, oh, oh. Hast du sie noch alle? Wolltest du das Arschloch davonkommen lassen? Der hätte uns noch mehr erzählen können. Scheiß drauf, der doch nicht. Das sind knallharte Burschen. Lass uns lieber verschwinden, bevor die Bullen anrücken. Ja, aber wenn ich dann so auf den Wecker gucke, ne, muss ich echt sagen, wie wir von hier entschwinden, das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge. Eine ziemlich brutale Folge, so kurz vor Weihnachten, und das ist auch meine letzte Folge kurz vor Weihnachten. Was schon wieder? Deswegen wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest, hoffe, ihr habt Freude und Spaß und viel leckeres Essen und was dazu alles so gehört zu einem ordentlichen Weihnachten mit der Familie. Ich verabschiede mich, wünsche euch einen schönen Tag, bleibt sauber und gesund und bis demnächst, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!